Das heißt, Speed 2, ja, schön. Hallihallo, Löchen, und willkommen zur nächsten Folge. Ja, und hier haben wir ja das letzte Mal gestoppt bei der wunderschönen Quarry, und ich wollte heute die Energieleitungen ein bisschen verbessern, und zwar mit dem, ja, so ziemlich besten, was es hier gibt. Ich hätte natürlich auch sehr gerne diese Creative Energy Cell, aber die kann man leider nicht craften. Das heißt, wir müssen uns leider mit Redstone Energy Cell begnügen. Aber, ja, Resonant Ender, da kann ich jetzt noch nicht mithalten mit dieser wunderschönen, aber dafür bräuchten wir Energium. Und wir bräuchten hier eine Redstone Energy Cell. Deswegen können wir auch uns gleich um diese hier kümmern. So, davon brauche ich eine. Ich könnte theoretisch zwei bauen. Fragen über Fragen. Dann könnte ich unten für die Quarry noch ein eigenes System bauen, aber nein. Redstone. Haben wir hier. Sollte ich auch mal wieder ein bisschen mehr holen. Du gibst hier nach ab. Dann hier. Wie viel werden wir da ungefähr brauchen dafür? Destabilized Redstone. So, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Conduct. Die ist so ziemlich bei allen Sachen. Hier, Redstone Energy Conduct. Ich hätte auch Shift klicken sollen. So. Ich glaube, der braucht ein bisschen mehr hier, oder? Oh, okay. 400. 400 Millibucket. Das sind noch drei. So, das hier sollte reichen. Nein, eins noch. Eins noch. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Eins noch. Ja, jetzt wird das langsam gefüllt. So, dann können wir das restliche Redstone auch wieder zurückschicken. Gunpowder auch. Wie schaut es denn jetzt mit unseren Kühen aus? Gut, ich bräuchte dafür aber noch ein bisschen Weed. Wie schaut es denn hier aus mit Gun? Bone Meal. Hier mal ein bisschen Bone Meal noch angefertigt. So. Und ich habe hier auch noch diese wunderschönen Seeds. Machen wir doch eine kleine Fläche von 4 Stück oder sowas. Ja, das kann auch hier sein. So. Ja, wunderschön. Da lag noch einer. Dann können wir die Kühe auch wieder vermehren. So, jetzt habe ich auch wieder ein paar mehr Seeds rausbekommen. Jetzt würde... Ja, das war jetzt ziemlich dumm. Aber wir haben alle Seeds, die wir brauchen. Und irgendwie hängt meine Maus ein bisschen. Seeds wieder zurück. So, und jetzt spielen wir hier mal wieder Armor. Oder Weedmore. So. Ist der hier jetzt fertig? Ja. Dann müssen wir den hier nur noch vercraften. So. Und den hier in die Mitte. Und wir haben jetzt hier eine wunderschöne Cell-Frame. Und mal schauen, was die Maus macht. Ich schätze mal, da ist nur ein bisschen Staub oder sowas dran. So, jetzt sollte das wieder gehen. Und ich werde hier jetzt wieder beobachtet und abgeschossen. Wieso machst du sowas? Das ist doch ungünstig und gemein.
So, theoretisch könnte ich jetzt auch die hier abbauen. Und die hier draufsetzen. So, hier soll... Und was soll noch? Von da hinten sollst du Strom bekommen. Das passt. Und nach links sollst du auch Strom abgeben. Ja. Hm. Wieso wirst du leer? Habe ich wieder irgendwas Falsches eingestellt? Nein. Bist jetzt auf 0, das ist ungünstig. Ich bräuchte aber eh noch andere Kontakte. Nämlich die hier. So, davon können wir auch gleich ein bisschen mehr machen. Dann heißt es, wir brauchen wieder Redstone. So, hier wieder ein paar rein. Und hier ein paar Energy Conducts. Ah, 200. Okay. So. Und so. Ah, haben genau gereicht. Als wenn ich's ausgemessen hätte. So, jetzt sollte sich der hier aber auch schneller füllen. Genau, wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, hier ist es jetzt auch nicht mehr verbunden. Das ist auch extrem gut. Das heißt, das ist doch alles so, wie wir wollten. So, mal wieder hier runterschauen. Ist eine schon durch? Ach, Period, ich habe schon gedacht. Ne, hier werden wir wahrscheinlich keine... Dings finden. Aber sind es die? Nein. Und schon wieder ist hier der XP-Regen. Ja. Schön. Ich will Dias. Ah, bist aber noch nicht auf der Höhe. Okay. So, hier wieder nach oben. Raus. Essen könnte ich auch mal wieder was. Nein. Das war einmal Leertaste zu viel gedrückt. Und mal wieder geht's zum Pennen. Was machst du denn hier vor meinem Haus, hä? Ich lass dich nicht rein. Verflucht, was ist denn jetzt heute mit meiner Maus los? Dürfte ich meine Maus jetzt mal bitte wieder bewegen? Ich drehe meine Maus gerade und will hier... Hallo? So, während ich hier schlafe, muss ich mal kurz schauen, was mit der Maus jetzt los ist. So, hoffentlich funktioniert es jetzt wieder besser. Und wieder raus. Da ist ein brennendes Zombie etwas. So, wie schaut es hier aus? Naja, es geht. Jo. Hier haben wir auch einiges. Und Obsidian haben wir auch wieder einiges. Das ist doch schön, oder? So, Leadstone, Energy Conducts. Das Tech Redstone ist fast durch. Wir haben aber noch ein paar übrig hier von den Frames. Mal schauen, wie wir das machen. Holen wir uns noch eine Energy Cell Frame? Wieso hast du denn jetzt keine Energie? 120? Hä?
Da wird alles weitergegeben. Irgendwie mag die mich nicht mehr. Komisch, 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 komisch. Naja, aber war ja nicht das erste Mal, dass hier irgendwas Komisches passiert mit unserer Energieverteilung. Oder geht das jetzt alles direkt runter zur Quarry? Naja, holen wir uns doch nochmal einen Frame hier. Energie. Ja, ich hätte nämlich gerne noch einen. Oh, und da war das Gold zu Ende. Sollte eigentlich nicht sein. So, Elektrum und noch. Okay. Wir haben also weder gehärtetes Glas noch das Elektrum dafür. Das heißt Gold. Und Silber. So, hier mal wieder mit rein. Ah, nee. Das können wir uns sparen. Dann Obsidian. Haben wir jetzt auch ein bisschen was. Und Lead. Oh. Bleiversorgung wird auch kritischer. Ungünstig. Wir sollten das Obsidian aber vorher mal pulverisieren. So 10 Stück. Gut, wir bekommen ja da ein paar raus. Was bräuchten wir denn dann noch? Oder war es das dann schon? Lead Ingot. Redstone Energy Cell Frame Full. Ja, ein bisschen Redstone noch. Eieiei, alles so Redstone-intensiv. So. Da ist die Energie auch ziemlich knapp. So, und Pulverized Lead. Ja, Obsidian kannst du noch. Ach komm. Ist doch egal. So viel brauchen wir hier eh nicht. Vor allem bekommen wir ziemlich viel pulverisiertes Obsidian da raus. 8 Stück und ein Lead ist es immer, oder? Ja, so 6 müssten eigentlich auch reichen. Schauen wir doch mal. Ja, gut. Den hier haben wir ja auch schon gebaut. Das heißt, wir müssten jetzt hier eigentlich nur noch unseren wunderschönen Frame hier reinsetzen und warten darauf, dass hier genug Redstone durchgepfeffert wird. Und die Energie nimmt ab. Die Energie nimmt ab. Das ist ungünstig. Ungünstig. Ja, da ist irgendwas, was die Quarry da unten veranstaltet, was der Energieversorgung nicht so gefallen will. Vorhin hat es aber gerade funktioniert. Wahrscheinlich habe ich hier noch zu viele Maschinen, die irgendwas machen gerade. Wobei eigentlich macht keine Maschine hier mehr was. Nur die hier und die hier. Die anderen, die stehen da einfach nur regungslos da und warten. So, Leadstone Energy Cell. Wie machen wir denn das hier mal? Könnten wir da eigentlich auch mal rein platzieren? Ich weiß noch nicht genau wo. Das DNA-Zeug sollte ich mit den Overclockern auch mal so hinbiegen, dass es ohne Probleme funktioniert. So, wenigstens ist die hier jetzt nicht irgendwo stockend. Cobblestone, so viel Cobblestone. Wer braucht denn so viel Cobblestone? Naja, beschweren wir uns mal nicht. Ist auf jeden Fall schön, dass wir hier so eine Quarry haben. Nur die Energie gefällt mir nicht. Die Energie gefällt mir nicht. Ich bräuchte theoretisch noch 2 magmatische Dynamos.
brauche ich denn dafür? Magmatic Dynamo. Invar. Das heißt, ich bräuchte mal wieder Invar. Und Invar war Nickel und Eisen. Habe ich noch Nickel? Nein. Invar habe ich 2 Stück. Ungünstig. Hießen die nicht noch anders? Eisen, Pure Nickel, Ferrous, genau. Ich war mir nur nicht mehr sicher, ob es auch das Richtige ist. Und Iron. Wie viel Zahnräder ich hier einfach noch ab? Hier hin. Eisen und ferröses Metall. Würdest du dich hier jetzt bitte wieder auffüllen? Danke. Ich verstehe es nicht, wieso es nicht funktioniert. So, Kontakt. Das heißt, einmal hier. Dann dürftest du dich theoretisch eigentlich gar nicht verbinden mit denen hier. Genau. So, du bist jetzt auf Eis gelegt, weil ich da momentan noch nichts rausnehme. Das sollte das auch sein. Fluidak brauche ich mal wieder. Habe ich bisher nur noch eine. Fluidakt. Ich könnte hier auch die durchsichtigen machen. Wir haben ja jetzt gehärtetes Glas, aber ich finde, die hier reichen genauso. Und es fehlt Blei. Haben wir hier. So, die sollten jetzt auch für die nächste Zeit langen, aber nur, wenn ich sie nicht falsch rum hinsetze. Hier. Genau. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Da hinten brauchen wir ja keine. So, die Fluidakt hier kann zurück und die hier auch. Wie schaut es denn jetzt hier aus? Gut. Der hier ist... Nein, es fehlt an Redstone. So, Invar da rein. Dann wieder Magmatic Dynamo. Invar Gear, 2 Stück. Wieso? Jedes Mal. Verbrenn doch, bevor du zu mir kommst. Kann ich mir den ganzen Schmarrn hier sparen? Oh, mir fällt gerade ein, ich will ja 2 davon machen. Das heißt, ich brauche 4 von diesen Zahnrädern. Das könnte Invar problematisch werden. Nein, ging. Ging. Wunderbar. Alles wunderbar. So, vergottetes Fleisch ist immer schön. Da bekommen wir wunderschöne... wunderschönes Leder da draus. So, jetzt haben wir hier auch mehr magmatische Dynamos. Jetzt steigt hier auch wieder die Energie komischerweise. Lava bleibt gleich. Die sind hier auch alle voll mit Lava. So, dann müsste das hier eigentlich funktionieren. Redstone. Ein paar noch. Aber ich kann dabei mal pennen, denn jetzt geht gleich die Nacht unter. Ja, genau, es geht die Nacht unter. Es geht die Sonne unter, deswegen wird's Nacht. So, Ende. Nacht. Schlafen. Hier, Bett. Edit, edit, edit. Fix, fix, fix. Schön. Wunderschön. Oh Mann, meine Rüstung hält noch. Ja. Ich sollte mir mal hier eine schönere Rüstung craften. Aber das hat ja noch Zeit. Schaut's denn jetzt hier aus? Wie viel macht einer? Einer macht 1000, oder? Nee, 100 wollte ich sagen. So. Ich glaube, einen brauchst du noch. So sollte das reichen, genau.
Hier wieder aus. Eisen kann ich jetzt auch wieder zurücklegen. Leadstone Energy Cell. So, dann solltest du hier Energie zwischenspeichern und natürlich auch andersrum sein. Das heißt, so rum. So rum, genau. Ja, so passt das. Du solltest aber demnächst aufgefüllt werden hierdurch. Ja, das hier muss ich mal komplett ändern. So. Blau ist der Eingang von dem Ding, also solltest du eigentlich noch Energie mit dazu bekommen. Aber wahrscheinlich nicht genug, dass es komplett so funktioniert, wie ich das will. So, der Energierahmen. Der Energierahmen ist fertig. So. So und dich. Ja. 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 So, dann setzen wir dich an diesen Knotenpunkt hier. Von links sollst du den Eingang haben. Und in den in sämtliche anderen Himmelsrichtungen sollst du abgeben. So, und dann brauche ich jetzt diese Lead-Dinger wieder. Nein, nicht Lead. Conducts. Die hier, Redstone Energy Conduct. Dann kann ich hier mal diese ganze Reihe komplett wegmachen. Und mit diesen großen Conducts bauen. Dann haben wir hier auch ein bisschen bessere Energieversorgung für das Ganze. So. Hierhin. So, der ist auch auf Null. Ist ja verständlich. So, da bekommt er jetzt momentan wieder nichts. So, jetzt müsste es aber hier gehen. So, wie schaut's jetzt aus? Da ist Null, da ist Null. Hier wird aber fleißig aufgefüllt. Hier haben auch alles Energie. Der hier ist Null. Sollte aber so funktionieren. Es sollte. Wie gesagt, kann wieder sein, dass hier irgendwas spinnt von der Anzeige. Dann haue ich hier mal kurz wieder den Dynamo weg und klatschen ihn wieder dran. Vielleicht funktioniert er jetzt wieder. Nein. So, der hier gibt hier seine ganze Energie hin und hier und hier. Ja, und wieso du jetzt hier nach unten ratterst, obwohl du eigentlich hier hättest Strom genug bekommen müssen? Weiß ich nicht. So, du kannst ja maximal nur 80 in und 80 aus. Der hier ist 2000 in und 2000 aus. Genauso wie der hier. Und wie viel die hier rausschicken können, weiß ich nicht. Power Output 80. Das heißt 80, 80, 80, 80, 80. Ja, das sollte mit den 2000 auch reichen. So, was hätte ich denn gerne an DNA? Denn da würde ich auch gerne weitermachen. Und das heißt, ich bräuchte mal eine Katze, eine schöne Miezekatze für Speed-Gene. Und ich bräuchte auch, ja, Feuerresistenz, würde ich sagen, oder? Wollen wir uns Feuerresistenz? Aber noch kurz die Miezekatze schnappen mit dem wunderschönen Safari-Net. Die sind ja ein bisschen schwerer zu fassen. Habe ich jetzt hier noch? Ja, Scraver habe ich noch. So, wie schaut mein Luggage aus? Ist das frei genug? Sonst muss ich hier mal schauen. Bist du leer? Ja, du bist leer. Gut.
Das heißt, ich kann dich hier verschwenden und so viel Gene reinhauen in dich wie möglich. Was habe ich denn da jetzt eigentlich noch drinnen liegen? Zellen einer Fledermaus und noch ein paar Helixe. Das heißt, wir können die Gene dafür auch noch verwenden, um die anderen Gene mit zu optimieren. Und da drin habe ich Kätzchen gesehen. Kleine, schöne Miezekatzen. Wir wollen doch nur eine DNA-Probe von euch. Ja, ja. Nur eine DNA-Probe. Wir wollen schauen, ob ihr gedopt seid. Kätzchen. Miezekatze? So, ich will sie mitnehmen und wieder in meine kleine Zellenhöhle reinschicken. Da ist eine. Damit, die Katze nicht abhauen kann. Ihr seht ja, die sind ja nicht so wirklich freundlich gesinnt und bleiben bei einem da, sondern die hauen ziemlich gerne ab und das kann dann auch ziemlich nervig werden. So, dann hätten wir auch Speed-Gene, das heißt, wir können uns schneller fortbewegen. Mit so einer wunderschönen Tentakel-Viecher da im Wasser, wie heißen sie? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Mit denen kann man sich auch genau Unterwasseratmungsgen holen. So, eingesperrt. Du hilfst mir beim Einsammeln. Was? Ah, du buggst nur. Das heißt, du buggst hier dich rum und das ist ungünstig. Na komm. Du bist voll. Ja, ich jetzt auch. Hilfe. Wie viele Gene hat uns denn die Katze hinterlassen? Dahin. Ja. Skinstyle of an Ocelot. Ich kann hier leider nicht gleichzeitig ein paar auf einmal wegschicken. Das wäre schön, funktioniert aber leider nicht. Was hast du denn jetzt noch alles da? Ach, das sind alles Basic-Gene. Können wir auch für andere noch verwenden. Für andere Genexperimente. So, jetzt ist die auch wieder voll. Die Truhe, das heißt, wir können jetzt hier hinten hingehen. Und durch die ganzen Overclocker sollte es eigentlich ziemlich schnell vonstatten gehen, uns da ein paar Speed-Gene zu geben. Haben wir noch eine leere Spritze? Ja, haben wir. So, das raus und das raus. Nein. Sells auf a bed ungünstig. Wir wollen hier Ocelot. Ocelot, Ocelot, Ocelot. Ocelot. Ja, Zellen einer Fledermaus. Brauchen wir nicht. Nein, nicht einer Fledermaus. Nein, nicht einer Fledermaus. Wie viel hängen denn da drin? Sales of an Ocelot, gut. Nein, die hier natürlich nicht, sondern die hier. So, die Energie geht hier jetzt auch ziemlich schnell voran. Speed, ja, wir haben gleich das Richtige bekommen. Speed. Speed, 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 Speed. 12 braucht es. Ja. Das heißt, wir können hier die ganzen Zellen mal durchhauen. So, hier haben wir noch ein paar Helix. Wooly? Ist das wirklich Wooly? Basic Gene.
Woolly, ja. Eat Grass und Basic Jean. Oh, die hätte ich gerne. So, die muss ich mir auf jeden Fall sparen. Die sind... Ah, gut. Dann kann ich hier mal Woolly gehen herstellen. Gehen Woolly und Eat Grass. Genau, dann werden die hier jetzt als nächstes fällig. Aber hier erstmal die Basisgene. Basisgene, nein, nicht wegschmeißen. Hast du mir jetzt meine Basisgene geklaut hier? Basisgene. Basisgene. Was nehme ich hier? Nehmen wir Woolly. Ist ja egal, gehen Woolly. So, Basis gehen. Mann. Irgendwie war das ein Anzeigenbug von der Energie her. So, wieder ein paar hier nehmen. Ja, dann hau ich mir noch schnell die Speed-Gene durch. Skin of a Bat. Und... Na. Ist egal. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Skin of an Ocelot. Dadurch müssten wir eigentlich mehr hier rausbekommen. So... ja. Jetzt bin ich aber auch wieder voll. Auf a Bett kannst du hier ein paar haben. Darf ich denn nicht einmal was alleine machen hier? Jedes Mal muss irgendeiner kommen. So, Ocelot. Das ist eine Bett, aber egal. Ach komm, hauen wir hier alles rein. So, und wieder Basis gehen. Das ist kein Basis gehen. Basis gehen. Warte doch, bis du hier wieder machst, bis du komplett wieder voll bist. So, es geht aber. Es ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Ihr habt ja gesehen, wie lange ich da immer warten musste, bis es aufgeladen ist wieder. Basis gehen. Das ist kein Basis gehen. Das ist Fly und Basis gehen. Aber ist egal. Fliegen können wir ja schon. Basis gehen. Das ist Speed. Und Basis gehen. Jo. Basis gehen. Speed, das bringt uns 2. Basis gehen. Ah, schön mit den ganzen Overclockern. Sonst hätten wir hier ewige Zeiten gebraucht, bis wir hier fertig waren. So, Basis gehen. Und Basis gehen. Wer hätte es gedacht? So, jetzt können wir hier wieder ein paar reinhauen. So, mal schauen, dass ich dann nicht gegen irgendeine Wand klatsch. Speed. Es buggt wieder. So, und Gene sind kompletti. So, das heißt, ich bräuchte mal ein bisschen Blut von mir. Natürlich. So, dann in die Zentrifuge. Ich höre hier schon wieder Fans. Ungünstig. Nein. So, dann müsste ich hier rein und das hier dahin und Gene Speed completed. So, und die hier wieder zentrifugieren. Das heißt... Speed 2,
Ja, schön. So, jetzt kann ich mir auch wieder ein bisschen Blut von mir abfüllen. Und die gleich wieder zentrifugieren. Und da rein. Also, das hier ist jetzt das mit Speed. Ja, ich habe gedacht, das ist ein bisschen mehr Speed, aber besser als nichts. Oder was sagt ihr? Essen. Dann können wir auch gleich wieder ins Bettchen. Nein, ich will nichts craften, ich will ins Bettchen. Bettchen, ich bin bei dir. Ja. So, schauen wir mal, wie es ist, wenn ich gepennt habe. Ja, ich meine, wir sind schon ein bisschen schneller als vorher, das stimmt. Was brauche ich noch? Ich wollte jetzt noch kurz schauen, wie es der Quarry geht, ob die durch ist, ob sie auch Diamanten gefunden hat, zufällig. Das wäre natürlich sehr schön. Drei Diamanten und die Quarry ist dann. Quarry ist fertig und hat ein paar Diamanten gefunden, aber leider nicht so viel wie ihr erhofft. So, das heißt, ich kann mir die hier jetzt schnappen und kann die hier hinstellen. Habe ich noch irgendwie Energie dabei? Nein. Gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. So, du musst jetzt hier rein. Und hier muss ich jetzt mal aufmachen. So, dann gibt es das nächste Mal auch die wunderschönen Gene mit Feuerresistenz. Die sind nämlich sehr, sehr nützlich. So, was habe ich hier jetzt noch? Basisgen. Leadstone. Oh Mann, nervt mich nicht. Nervt mich doch bitte nicht. Im Sterben nerven sie mich. Das ist sowas von unnütz und unschön. So, füllt der sich jetzt hier auf? Ja. Dann stellen wir noch schön die Quarry auf die andere Seite. Besser gesagt, wir haben sie ja schon hingestellt. So, du musst mal hier mit, damit du mich nicht nervst. Ah, schön. Und die Quarry, die arbeitet jetzt vor sich hin, genauso wie auf der Seite. Und sollte uns dann doch einiges hier Schönes bringen. Was mache ich mit dem ganzen Zeug? So. Das, meine Freunde, war Cobblestone. So viel brauchen wir nämlich davon nicht. Da wir ja natürlich auch wieder Cobblestone durch die andere Seite bekommen. Und das wahrscheinlich nicht gerade wenig. Wieso ist da jetzt eine Fackel drin? Ich hoffe, der baut mir nicht irgendwas zu weit oben ab. Ansonsten muss ich die Quarry umstellen. Nein. Hier schaut alles noch ganz gut aus. Wieso? Genau, wieso? Wieso zur Hölle war dann deine Fackel drinnen? Enderman, Enderman, danke, danke. Oh, für dich habe ich mir was ganz Schönes einfallen lassen. Schläge mit dem Schwert, freust du dich? Eine. Jetzt habe ich extra Looting und sowas drauf. Also Luck. Und was bekomme ich? Eine. Immer noch eine Fackel da drin. Wieso ist da eine Fackel drin? Hab ich die eingesetzt? So, die hier bauten jetzt natürlich genauso wieder hier einen kleinen Rahmen. Oh, und es ist Wasser da. Wieso ist da Wasser? Nee, oder? Ach komm. Wie viel XP sind denn das hier?
Habe ich jetzt alle aufgefüllt. Geil. Seht ihr das hier, unser schöner aquöser Akkumulator von oben? Das hier ist das Wasser davon. Oh, ungünstig, ungünstig. Luft. Ich wäre fast erstickt. Ja, das ist aber eher unwichtig. Wir können ja hier einfach das so laufen lassen. Das heißt, auch wenn da drunter jetzt Lava ist, sollten wir theoretisch... Nee, das ist gar nicht... Hä? 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 Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Na, aber das werden wir in der nächsten Folge klären. Ich würde sagen, bis demnächst und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich muss hier noch kurz Bärchen pflücken, damit ich nicht verhungere und damit ich regeneriere. Und da hat es mal kurz gestockt und ich weiß nicht warum. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst und ciao.